So, einen wunderschönen guten Morgen. Zunächst wieder einmal der Risikohinweis. Meine Analysen stellen keine Anlageberatung dar. Wo sollen wir anfangen? Kommen wir zum DAX. Der ist ja gestern sehr schön von der möglichen Kaufzone an das zweite Kursziel herangelaufen. Und exakt dort erlebte man gestern einen bärischen Rebound. In der Nacht, als ich die Analyse geschrieben habe, also die Morgenanalyse, stand eben der DAX noch bei 9.000, also noch unter 9.850. Und da hieß es, wenn es nicht sofort oder wenn der DAX es nicht schnell schafft, wieder über die 9.850 anzusteigen, dann müsste man wieder mit einem weiteren Rücksetzer an die Ausbruchsmarke von 9.750 rechnen. Der DAX startete sehr stark in den Tag und kämpft aktuell um die 10.000-Punkte-Marke. Im Tageschart ist meiner Meinung nach die Marke eigentlich nicht wichtig. Hier gab es eigentlich keine entscheidenden Lunten oder Dochte im Kerzenchart. Für mich steht dann weiterhin das Kursziel 10.130 auf dem Plan. Allerdings, wenn man eben jetzt ein paar Aktien sich anschaut, die ich Anfang der Woche bzw. letzte Woche vorgestellt habe, sieht man, die laufen wie am Schnürchen. E.ON hat noch ein bisschen Platz zum mittelfristigen oder zum Endziel der Zwischenerholung. Bei der Deutschen Bank kommt der Kurs leider nicht über die 25,50 hinweg. Hier ist es fraglich, ob er jetzt direkt noch die 26 Euro ansteuert. Also hier sollte man den Stoppkurs eng an den Markt legen. Ja, am besten auf Einstand eigentlich absichern. Bei der Volkswagen-Aktie hatten wir die Stop-Buy-Marke gesenkt auf 92,55. Das erste Kursziel auch wieder exakt angelaufen, kurzer Rücksetzer. Und heute früh hat die Aktie exakt auch das zweite Kursziel eigentlich abgearbeitet. Hier wird eigentlich ein Verkauf eigentlich angeraten. Oder Gewinnmitnahmen sollte man auf jeden Fall tätigen. Bei der Porsche-Aktie habe ich explizit die Stop-Buy-Marke nicht runtergesetzt. Läuft auch sehr schön. Kommt eben aktuell hat er ein bisschen Probleme bei der 40-Euro-Marke. Der Brent-Öl, was ich gestern in dem Artikel auch vorgestellt habe, lief direkt im Hoch, hat er zwar nicht die 53, ach hier hatte ich eh nur 53, im Text habe ich eigentlich 53,50 eigentlich angegeben. Also es hatte mehr oder weniger das Kursziel auch direkt abgearbeitet. Brent-Öl. Aber von der Chartformation könnte es natürlich noch deutlich höher gehen, sobald die 53,50 auf Tagesbasis überwunden wird. Kommen wir noch kurz zum Währungspaar Euro-US-Dollar. Hier sollte man die 1,13er Marke auf jeden Fall im Blickfeld haben. Zwischen 1,13 und 1,14
11,60. Sage ich mal eher luftleerer Raum. Da braucht man auf Tagesbasis oder auf 4-Stunden-Basis keine neue Position eingehen. Der Blick richtet sich aber hier auch eher nach oben, aber es aktuell läuft kein Setup. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde mich höchstwahrscheinlich nachmittags melden, sobald ich ein neues Setup in irgendeinem Basiswert, ein interessantes Setup finde in einem Basiswert. Ich wünsche allen noch einen erfolgreichen Handelstag und vielleicht bis später.